gucken wir auf die Erzählform, wie alles begann. Damit sind Geschichten gemeint, die große Auswirkungen auf die Zukunft hatten. Oft sind es persönliche Geschichten, wo jemand was erlebt hat, was ihn beeindruckt hat und was dann Auswirkungen hatte, zum Beispiel in Bezug auf die Berufswahl oder auf das persönliche Engagement. Hier geht es darum zu zeigen, da ist was passiert und das hat folgende Wirkung. Das sind oft Sachen, die authentisch dargestellt werden müssen. Hier steht die Person im Mittelpunkt, die es erlebt hat. Diese Geschichten werden kraftvoll dadurch, dass die erzählende Person alle Register zieht und auch immer wieder erklärt, was das für sie selbst bedeutet und dadurch eine sehr, sehr große Wirkung bei den Zuhörern erzielen kann. Eine ganz klassische Geschichte ist die, wie Leute in die Politik gekommen sind. Ein Beispiel. Jemand erzählt von seiner Schulzeit und sagt, Mensch, in meiner Schule, es gab zu wenig Lehrer, die Räume waren schlecht und wir haben uns alle fürchterlich geärgert. Und mein Ärger führte dazu, dass ich mich politisch engagiert habe, weil ich dachte, jetzt müssen wir was ändern. Das ist ein klassisches Beispiel für eine Geschichte, wie alles begann, die man oft nutzen kann und sicherlich große Wirkung hat. Ein weiteres Format ist die Erfolgsgeschichte. Hier wird erzählt, was gut geklappt hat, was man daraus lernen kann und was das für die Zukunft bedeutet. Das Wichtige an einer Erfolgsgeschichte ist, dass das, was passiert ist, Auswirkungen für die Gegenwart und für die Zukunft hat. Oft sind die Erfolgsgeschichten gar nicht die großen Themen. Die Wiedervereinigung eignet sich nicht mehr als Erfolgsgeschichte heute, sondern suchen Sie kleine Aspekte. Weil die kleinen Aspekte können Sie besser deuten und in Ihrem Sinne weiterverwenden. Es ist völlig in Ordnung, wenn Ihre Erfolgsgeschichte in der Zielgruppe kaum bekannt ist. Dann haben Sie alle Möglichkeiten, diese Geschichte auszuschmücken. Wahr sollte die Erfolgsgeschichte allerdings auch sein. Wichtig für eine Erfolgsgeschichte ist auch, dass sie einfach ist, dass sie klare Botschaften hat und dass dabei etwas für die Organisation oder für das Gemeinwohl herauskommt. Ein Beispiel für so eine Erfolgsgeschichte sind die Stehtische in Bäckereien und Metzgereien. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber bis vor einigen Jahren war das nicht erlaubt. In der Bäckerei konnte man sich nicht einfach so hinsetzen und einen Kaffee trinken. Das lag an gesetzlichen Auflagen. Es gab keine Gästetoiletten und bestimmte andere Auflagen wurden auch nicht erfüllt. Durch das Engagement der FDP wurden diese Auflagen gelockert und seitdem können kleine Bäckereien und Metzgereien auch solche Tische anbieten, sodass sich Gäste auch mal kurz mit einem Brötchen oder mit einem Kaffee hinsetzen können. Das ist so eine klassische Erfolgsgeschichte, kleine Geschichte, große Auswirkungen und man kann sie einfach erzählen. Die Geschichte, die Probleme löst und Widerstände überwindet, ist natürlich verwandt mit der Erfolgsgeschichte. Aber der große Unterschied ist, dass hier der Prozess im Vordergrund steht, die kreative Problemlösung, wie man mit Widerständen umgegangen ist. Das Ergebnis ist oft nicht so wichtig. Die Geschichte, die Widerstände überwindet, muss auch nicht zwingend wahr sein. Das kann auch eine Geschichte sein, die an andere Geschichten angelehnt ist. Das ist völlig in Ordnung. Man bedient sich bekannter Bilder und Formate und Mythen, die die Menschen schon kennen und strickt daraus seine eigene Geschichte und seine eigene Deutung. Das ist hier völlig in Ordnung. Bei kleinen Organisationen wird gerne die biblische Geschichte von David und Goliath genutzt. Sie kennen das, der kleine David besiegt den großen Goliath, obwohl auf den ersten Blick erkennbar gewesen wäre, das kann nicht gut gehen. Aus dieser Geschichte kann man für die eigene Organisation Beispiele formulieren und sagen, hier, da sind wir mal die Kleinen gewesen, die eine große Organisation besiegt haben. Die Grundidee ist, David hat Stärken und die nutzt er, um die Schwäche von Goliath noch weiter zu schwächen und damit zu siegen. Die Zukunftsgeschichte ist die vierte Form, die ich Ihnen erklären möchte. Hier geht es darum, dass Sie eine Zukunftsvision entwickeln. Also nicht die konkreten Sachen, die morgen oder übermorgen passieren, sondern Sie spannen quasi vor den Zuhörern eine Welt auf, in der Sie leben wollen. Hier geht es nicht um die Frage, wo die Straße lang geht, sondern um das Lebensgefühl, was die Menschen haben, die in Zukunft in ihrer Stadt, in ihrem Land, in ihrer Region leben werden. Das ist die Idee der Zukunftsgeschichte. Und es muss so konkret sein, dass man sich das wirklich vorstellen kann. Ein Beispiel aus dem Kommunalbereich. Ich wohne in Frankfurt und wir haben bald Kommunalwahlkampf. Und ich möchte gerne die Zukunftsvision der Metropole Frankfurt entwickeln. Was gehört dazu? Eine tolle Skyline, wo die Leute wow sagen. Eine saubere Stadt, super Schulen, tolle, schnelle Verkehrswege. Und das kann ich vor den Augen der Leute entstehen lassen, sodass im besten Fall die Leute sagen, ja, genau, da möchte ich leben. Das ist die Idee der Zukunftsgeschichte, die Leute mitzunehmen, sodass sie ja sagen, das will ich.